Heute Morgen ernten wir Gurken. Und zwar Schlangengurken, die langen. Und hier gibt es auch Läuse, beziehungsweise wenn ich jetzt die Gurke drehe, sieht man auf der Seite eine Marienkäferlarve. Die Marienkäferlarve wird auch Blattlauslöwe genannt, weil sie so viele Läuse frisst. Ja, und die Gurke ernten wir jetzt. Die lassen wir da, die Marienkäferlarve. Die brauchen wir nicht. Und dann können wir es auch gleich essen. Lecker. Das hier ist Steinkraut. Und die Schwebfliege, da war sie gerade eben, ich hab sie gesehen, legt hier Eier ab und vermehrt sich in diesem Biotop. Sie liebt es hier. Darum haben wir auch dieses Steinkraut gepflanzt, um die Schwebfliege zu fördern. Man findet hier Schwebfliegen und Schwebfliegenlarven. Hat wunderbar geklappt. Das waren Schwebfliegenlarven. Und die haben einen sehr großen Appetit und fressen unheimlich gerne Läuse und helfen uns, die Pflanzen gesund zu erhalten.